In meiner Dissertation habe ich mir interpersonale Wissenstransferprozesse im Kontext von internationalen Entsendungen angeguckt. Im Speziellen ging es darum, herauszufinden, welche psychologischen Faktoren und Mechanismen beeinflussen, ob Mitarbeiter, die im Ausland waren und da eine Entsendung gemacht haben und dann zurückkommen in ihre Heimatorganisation, ob und wie die ihr Wissen weitergeben können an Mitarbeiter, die in dieser Heimatorganisation geblieben sind. Was mich daran motiviert hat, ist, dass ich mich generell für internationale Themen und internationale Zusammenhänge interessiere und dieses Thema im Endeffekt diesen einen Megatrend der Global Mobility aufgreift und quasi dazu beiträgt zu verstehen, wieso globale Mobilitätsprozesse, also die Bewegung von Mitarbeitern auf dem gesamten Kontinent im Unternehmen effektiv gestaltet werden können. Das war, glaube ich, auch quasi ein zentraler Punkt, der mir besonders Spaß gemacht hat, schon an meiner Dissertation, dass ich dort schon in einem sehr internationalen Forscherteam arbeiten konnte mit Forschern aus Australien, USA und Japan über meinen Doktorvater Jürgen Deller, der da sehr gut vernetzt war. Und quasi aus diesem Netzwerk haben sich dann schon weitere Kontakte ergeben, sodass ich, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt mit Forschern aus bestimmt 10 unterschiedlichen Ländern zusammenarbeite. Sind auch immer noch Leute von der Leuphana dabei, aber insbesondere ist quasi im Moment die Entwicklung, dass sich das Netzwerk eher ausweitet und quasi von diesem Leuphana-Staat es quasi wächst.